Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Outlast, meine Damen und Herren. Es ist ja schon eine Weile her, seit die letzte Folge gedroppt ist. Und ich habe mich lange, lange darum, lange, lange darum gezetert. Ach du, scheiß drauf. Ich hab's einfach vermieden, so. Jetzt Livestream, ne? Also ihr, die es auf YouTube seht, da war der Livestream schon, aber legen wir einfach los, ne? Ich werde es so bereuen, ich werde es so bereuen, ich werde es so bereuen. Hi. Ich habe alles vergessen. Darf ich mich ganz kurz erstmal im Dunkeln verstecken, bitte? Oh Scheiße, ich habe jetzt schon wieder so Angst, ne? Ach, da konnten wir ja nicht mehr zurück, weil da ja... Nach 2 Minuten mal... Ja, das kann passieren. Warte mal, wir hatten doch irgendwo... Nee, wo waren... Das sind die Notizen. Oder gibt es hier irgendwo Optionen? Muss mal ganz kurz wieder gucken. Steuerung nehmen wir benutzt. Rennen. Umschalten. Okay, Camcorder, rechte Maustaste, Nachtsichtbar. Batterie, Schrink, Pause, Menü anzeigen. Notizblock anzeigen. Ah, Dokumente, Notizen. Aber es gab doch hier irgendwo Dokumente. Achso, erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Da war das. Ich glaube, hier sind wir rausgekommen, oder? Warum ich das Spiel, obwohl ich Angst habe? Ganz einfach, weil ich meine große Fresse nicht halten kann. Ich habe irgendwann bei Phasmo mal gesagt, wenn ich 200 Abos voll habe, spiele ich Outlast. Und da das Internet nie vergisst, wurde ich dazu genötigt, das weiterzuspielen. Und da ich der größte Schisser bin, ich will das nicht. Oh mein Gott. Da war ein Geräusch. Oh nein. Kann ich nicht einfach hier drinnen bleiben? Bitte. Geräusche.
Hm? Fingers first, then balls, then tongue. Git. Okay, Notizen. Je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller werden Leute gefoltert. Mit Methode. An der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Die Folter wird von jemandem angeleitet. Er gibt Anweisungen. Das sind blutige Fußabdrücke. Nein, nein, nicht vorwärts schieben. Entschuldigung, hier mal was mit Ihnen. Wie kriegen das jetzt da weg? Nein. Da war gerade jemand an der Tür und... Ich mag da überhaupt nicht hingucken, ne? Da kommt doch gleich irgendwas. Oh, ich erinnere mich. Hier hatte ich das letzte Mal Stopp gemacht. Hier wollte ich beim letzten Mal nicht wieder reingehen. Zu lebendig? Was? Wer ist? Was? Was? Du darfst jetzt schnaufen, Miles! Aha. Was? Was? Was atmet hier? Ich will das nicht. Ich will das nicht. Okay, hä? Okay, warte kurz. Oh. Kostenbericht.
Krankenbericht von dieser Patient hat leider es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Kniffe erst noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit der Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bis jetzt nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Was? Muss ich hier durch? Ich vermute mal, dass ich hier lang hoch muss, oder? Oh, ach so geht das. Bitte nicht runterfallen. Was mache ich denn? Okay. Kann mir jetzt noch jemand... Ja, moin! Aua! Lassen Sie mich... Aua! Hier muss man da irgendwo rauskommen, oder nicht? Wo kommt man denn hier raus? So, liebe Kinder, kommt man da offenbar nicht raus. Nimm, warte auf!
Natürlich! Ah! Komm schon! Oh Gott! Nee. Aua! Aua! Oh nein! Das. Ja? Ich bin nicht frustriert. Ja, ja, once meat, halt die Fresse! Man muss doch hier irgendwie rauskommen, Mensch! Ach so, warte mal. Ja, super, ich bin ja auch schlau. Nein, mach die Tür zu. Okay. Mach doch die Tür auf hier! Ich werd wahnsinnig. Wow! Kann ich mich irgendwo verstecken? Maybe. Okay, offensichtlich kann ich mich nicht verstecken. Vielleicht haben sie dann wieder die Kiste. Ach, hier ging's ja rüber. Schön, dass ihr mir Bescheid gesagt habt. Lauf. Was? Wo bin ich? Ich muss hier rüber, oder was? Okay. Ja, moin. Ach, kommt, leck mich doch, ihr... Komm da! Ich schaff's nicht! Wo muss ich denn lang? Wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Komm nicht durch. Da hinten kommen die Lümmelmänner raus, aber wo muss ich? Ich komme da nicht rüber. Ich komme da nicht rüber.
Und nu? Nu steht hier wie bestellt und nicht abgeholt. Die Lümmelmänner kommen da hinten durch, wenn ich den Trigger. Und rüber komme ich hier auch nicht. Hier muss es doch irgendwo noch lang gehen. Ja, na sicher. Ach, hier. Who's down there? You're not one of them, are you? Lasst mich doch einfach in Ruhe, wie wär's denn damit? Wisst ihr was, ich springe einfach freiwillig in den Tod. Tschüss, Hadelan, hau rein. Ciao mit V, ich bin raus. Mann, ey. Jetzt nicht. Warte mal kurz. Einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Wartet mal ganz kurz. Also. Okay, pass auf. Ich. Weiter geht's. Ja, ja, hier geht's lang. Bla, 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 bla. Ja, doch. Ich kann mich heiden. Aber wenn ihr mir sagt, wo ich hier. Wie komme ich hier raus? Hier muss ich irgendwo rüber? Ja, dann lass mich doch rein! Ah!